Ist bastian von teilzeit dem brettspielkanal und heute mit einer ausgabe in der es um John company gehen soll und zwar gar nicht um die spielmechanik unbedingt sie wird ja, drin vorkommen in dieser ausgabe sondern um die historische einordnung des spiels ja in die wahre geschichte sozusagen der company was ist eigentlich passiert wie ist es dazu gekommen dass großbritannien mit hilfe der company eine der bedeutendsten seemacht die bedeutendste seemacht geworden ist über einige jahrhunderte hinweg. Und ich beziehe mich bei meinen Ausführungen auf Recherchen von William Dalrymple. Es gibt ja einige Bücher dazu, die sind auch am Ende des Regelwerks des Spiels nochmal aufgeführt. Aber ich finde, dieser William Dalrymple, der schreibt einfach total fluffig und das kann man gut lesen, selbst wenn man jetzt der englischen Sprache nicht hundertprozentig mächtig ist. Man kann es gut verstehen und vor allen Dingen ist es auch mit viel Witz geschrieben. Abgesehen davon habe ich vorher schon von ihm. The Great Game gelesen und das ist ja im Prinzip die Hintergrundgeschichte zu ähm, Pax Pamir und da habe ich es schon lieben gelernt. Nichtsdestotrotz habe ich mich ein bisschen weiter erkundigt, wenn der Dalrymple zum Beispiel über ein besonderes Schiff gesprochen hat oder so, dann habe ich mich da auch noch mal ein bisschen schlau gemacht. Ich muss auch sagen, dass ich nicht bis ins kleinste Detail gehen werde bei der Darstellung, weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Ich habe die für mich spannendsten Dinge und die Dinge, wo ich denke, das ist einfach unerlässlich, um überhaupt die Geschichte der Company zu verstehen, herausgesucht und möchte sie euch einfach erzählen, so dass ihr euch die Arbeit bzw. den Spaß mehr als Spaß gemacht, nicht ja antun müsst, sozusagen. Wer über meine Ausführungen hinaus noch ein bisschen weitergehen möchte, aber nicht gleich das ganze Buch von dem William Darriple lesen möchte, das heißt übrigens Anarchie, dem empfehle ich, einfach mal einen Podcast zu hören. Und zwar gibt es zum Beispiel bei Spotify, aber ich denke auch bei anderen Audio-Streaming-Plattformen eine Zusammenfassung des Buches von ihm selbst. Also es ist im Prinzip eine Buchvorstellung, als das Buch rausgekommen ist. Und dann muss ich einfach nur der Rimpel eingeben, Anarchie, und dann komme ich darauf. Und er erzählt das auch wirklich sehr plastisch alles. Nun gut, ich fange einfach mal an. Ausgangspunkt meiner Ausführungen und auch der von einigen anderen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, auch auf YouTube gibt es ja ein oder andere Dokumentation dazu, ist ein walisisches Herrenhaus. Und dieses Herrenhaus hat mehr indische Schätze aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert als sämtliche ja, Museen in Großbritannien ansonsten zusammen. Und die Frage ist ja, warum ist ausgerechnet in so einem Herrenhaus ja so eine große Sammlung? Indischer Schätze und ja, ich weiß, wie soll ich sagen, so ein ausgestopfter Tiger, ich würde es nicht als Schatz bezeichnen, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Der Eigner dieses Hauses war Teilhaber der Company, der East India Company. Aber bis es zu diesem Punkt kam, dass ein solches massives Vermögen angesammelt werden konnte, dass man im Prinzip im heutigen Sinne von Multimillionären, vielleicht auch Milliardären sprechen kann, das war ein ganz schön steiniger Weg erstmal für die Company. Zunächst einmal haben sich 1599 einige Menschen getroffen, die Macht und Geld besaßen und die haben sich dort in London getroffen. Beispielsweise war auch der Londoner Bürgermeister dabei und die hatten die Idee, dass sie ihr ein Schiff oder eine kleine Flotte chartern, um dort ein bisschen in den Gewürzhandel mit ja, den Gewürzinseln einzusteigen. Damals hat man gesagt, Molukken und. Ja, heute ist es hauptsächlich dann noch Indonesien. Der Gewürzhandel wurde allerdings zu der Zeit von den Niederländern bzw. von den Portugiesen dominiert und auch die Spanier waren dort aktiv. Das heißt, Großbritannien war dann noch gar nicht dabei in dieser ganzen Geschichte und man hat sich jetzt gedacht, das ist ein lukratives Geschäft. Wir werden jetzt einfach alle ein bisschen Geld zusammentun. Ein bisschen. Wir sprechen hier von 40.000 Pfund, was damals eine massive Menge an Geld gewesen ist und werden uns davon eine kleine Flotte besorgen und auf eigenes Risiko lossegeln, ja, um Gewürze zu handeln und selber diese hier in England zu verticken und damit Geld zu machen. Gesagt getan, man hat ein Schiff geschartert, also nach der Gründung. Die ist dann ein bisschen später gewesen. Man hat sich ja 1599 getroffen und dann im Dezember 1600 wurde das Ganze gegründet. Das Schiff wurde geschartert. Es war ein Schiff mit Kanonen an Bord. Hatte vorher schon auf Seiten von Sir Francis Drake in der Karibik wohl mitgekämpft gehabt und auch schon ein paar Erfolge gefeiert. Und eine Sache zum Beispiel, die ich total spannend finde, die es gar nicht so ganz direkt mit der Company zu tun hat. Dieses Schiff hat man Red Dragon dann getauft und das war im Prinzip war es ja ein Piratenschiff. Das heißt, es hat andere Schiffe gekapert in der Karibik, hat sie ausgeraubt und hat die Beute dann nach England gebracht. Auf diesem Schiff, kleiner Fun-Fact nebenbei, gibt es die erste aufgezeichnete Aufführung von Shakespeares Hamlet. Und jetzt wisst ihr auch, kann man sich das vielleicht sogar noch ein bisschen besser genau vorstellen, in welcher Zeit wir uns da eigentlich befinden, bei 1600. Also William Shakespeare war dort schon auf dem, gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens und das Schiff diente als Bühne. Man ist also dann, nachdem Shakespeares Aufführung gelaufen ist, Richtung Süden aufgebrochen, kanarische Inseln, Kap der Guten Hoffnung darum und dann auf nach Indien, hört sich jetzt erstmal alles ganz locker an in heutiger Zeit vermutlich, aber damals brauchte man natürlich gute Winde und die Winde standen erstmal nicht gut, so dass man auf den Kanaren erstmal so eine etwas längere Zwischenlandung hatte und gar nicht so weit vorwärts kam. Im Laufe der Fahrt ist dann auch das Essen knapp geworden, das Trinkwasser knapp geworden, da hat man sich dann ein portugiesisches Schiff gekapert, ein Fünftel der Besatzung des englischen Schiffes hat es übrigens nicht geschafft und das englische Schiff bestand tatsächlich nicht nur aus der Red Dragon, sondern das war so eine kleine Mini-Flotte mit fünf Schiffen, die da lang gesegelt ist. Schließlich ist man dann im Norden von Sumatra gelandet und dort konnte man einen Deal mit dem örtlichen Herrscher abschließen. Der war tatsächlich sehr erfreut, jetzt mit Briten hier zu handeln. Und man konnte ein paar Sachen eintauschen. Das hat aber längst nicht ausgereicht, um die komplette Fracht jetzt zu füllen. Man hatte immer noch Leerstände dort. Und während ein Teil der Flotte weitergesegelt ist, um Deals für andere Gewürze, vorzüglich halt Pfeffer auszuhandeln, hat sich äh, die Red Dragon gedacht, wir fahren los und kapern einfach mal ein Schiff, um unsere Vorräte bis aufs Ganze aufzufüllen. Und das ist dann noch passiert. Ein weiteres portugiesisches Schiff wurde gekapert und die Fracht beschlagnahmt. Somit konnte man das Schiff voll machen und man hatte wieder Tauschmaterialien für den örtlichen Herrscher und man konnte dann auch mit den Deals, die auch ausgehandelt wurden von dem anderen Teil der Flotte, das eigene Schiff auffüllen, hauptsächlich hier mit Pfeffer. Man ist dann zurück und konnte diesen Pfeffer losschlagen, allerdings nicht ganz so erfolgreich und mit so viel Gewinn, wie man sich das erhofft hat. Es waren einfach zu der Zeit nicht genügend Abnehmer da, die den ganzen Pfeffer haben wollten. Also wurde man ihn auch nicht komplett los. Es war natürlich trotzdem ein finanzieller Erfolg, der dabei raussprang, so dass eine zweite Reise in ja, zu den Gewürzinseln folgen sollte. Ich könnte jetzt noch die ganzen Reisen der Red Dragon aufzählen, muss ich aber nicht, denn entscheidend ist, dass auf den folgenden Reisen Stützpunkte auf indischem Gebiet errichtet wurden. Und diese Stützpunkte, die wurden nachher entscheidend. Denn die East India Company konnte sich auf den Gewürzinseln gegen die bereits sehr gut etablierte, ja, vereinigte Ostindische Company nicht durchsetzen. Das ist die VOC, habt ihr bestimmt auch schon mal von gehört. Und. Ähm, Dadurch sind sie halt auf dem indischen Subkontinent abgedrängt worden, haben dort aber dann Fabriken gebaut und äh, wie gesagt Handelsniederlassungen, haben verschiedene Freihandelsverträge bekommen, um dann von dort aus Textilienhandel zu betreiben, sind also im Prinzip von den Niederländern verdrängt worden. Die Niederländer die VOC hatte zu der Zeit 200 Schiffe circa und ca. 50.000 Beschäftigte. Auf der ganzen Welt und damit ihr mal ungefähr im Vergleich habt, wie etabliert und groß die VOC zu diesem Zeitpunkt bereits war. Man hat also in Kalkutta gestartet, dann kam eine weitere Handelsniederlassung in Madras und dann in Bombay hinzu und von dort aus ist man dann ja aktiv geworden, so richtig mit dem Handel, hat Schiffe rübergeschickt und das war ein stetiger Austausch. Nun könnte man sagen, da gab es ja noch das Mongol Empire und das war ja wirklich mächtig hat fast den gesamten indischen Subkontinent beherrscht. Aber dieses Mogul Empire, von dem ich gesagt hatte, 45% des Welthandels waren im Prinzip unter der Kontrolle dieses Empires, war im Schwinden. Und das lag tatsächlich an der Waffentechnik. Das lag gar nicht unbedingt an der Company, dass sie jetzt so riesige Konkurrenz geworden wäre. Das hätte die Company gar nicht alleine geschafft. Nein, die Franzosen und, ein, und die Perser aus dem Norden, die haben eigentlich da ordentlich mitgeholfen und das durch fortgeschrittene Waffentechnik. Die Perser, die von Norden aus kamen, hatten jetzt eine Swiffle-Cannon, das ist eine Kanone, die im Prinzip fest verankert ist und dann kann man die oben ausrichten und kann relativ schnell in alle möglichen Richtungen zielen. Ich habe mich mit der Erfindung jetzt nicht wirklich weiter beschäftigt und die Franzosen haben halt die ganze fortschrittliche Militärtechnik die sie im Siebenjährigen Krieg dort schon in Europa erprobt haben, ja, eingesetzt in Indien und haben damit, ja, das Mogul Empire sozusagen zerstört. Aber tatsächlich hauptsächlich beteiligt oder hauptsächlich aktiv waren dann die Perser, die aus dem Norden kamen und zum Beispiel auch Delhi geplündert haben. Nun, also das Mogul Empire war im Schwinden. Es gab es tatsächlich noch relativ lang, also ins 19. Jahrhundert hinein, aber es war halt längst nicht mehr so mächtig. Und dementsprechend äh, mehr waren auch immer wieder die Mogulherrscher bereit, mit der Company zusammenzuarbeiten, um ja wieder Geld zu erwirtschaften, um Möglichkeiten zu haben. Ja, und nicht erst seit dieser Zeit war es ja so, dass die Company gemeinsam eigentlich oftmals mit den Muggelherrschern gearbeitet hat, sondern bereits im 17. Jahrhundert war es ja schon so, dass hier einzelne Freiräume innerhalb des indischen Gebietes geschaffen wurde, in denen halt auch dann nur die Company wirtschaften durfte. Und außerdem kommt noch hinzu, dass der englische König hier eine Monopolstellung für die Company in diesem Bereich geschaffen hat, indem er der Company versprach, dass sie als einzige ja, Firma hier ansässig sein dürfe und auf dem indischen Subkontinent handeln dürfe, solange sie drei Jahre in Folge nicht mit Verlusten arbeiten würden. Also hatte die Company auf beiden Seiten im Prinzip der Welt sozusagen in äh, Großbritannien, und auch in Indien eigentlich freie Hand, was sie dort tut. Es kam wie es kommen musste und man hat sich tatsächlich trotzdem dort in Konkurrenz natürlich gesehen im indischen Ozean die VOC und die East India Company und auch die Konkurrenz zwischen diesen Firmen natürlich damit auch der Wohlstand des eigenen Landes und das Prestige haben mitgeführt zu den Anglo-Niederländischen Kriegen von 1665 bis 1667. Diese Kriege, die sind ja relativ patt nachher verlaufen und es gab einen Friedensvertrag, der vielleicht ein bisschen besser für die Niederländer ausgegangen ist. Aber dennoch wurden erstmal in dem Frieden verschiedene Dinge geklärt, wer wo denn dort in Indien überhaupt Fuß fassen darf und wer da handeln darf. Das lief eigentlich ganz gut für die Briten in diesen Verhandlungen, sodass sie weiter ihren Handel dort in Indien nachgehen konnten. Eine kleine Anekdote dabei ist dann auch noch der Robert Clive. Der Robert Clive, ganz interessanter Charakter. Der war nämlich ein junger Adliger, der aber ja eher aus dem armen Adel kam und sein Geld zum Beispiel als Jugendlicher auch damit ja aufgebracht hat, dass er Schutzgeld eingeholt hat von irgendwelchen Ladenbesitzern für zwielichtige Gestalten, also kein besonders angenehmer Zeitgenosse anscheinend, aber er hat sich gesagt, es muss etwas aus mir werden, vielleicht hat es auch irgendjemand anders ihm gesagt. Du gehst jetzt für die Company als Writer nach Indien und diese Writer, die begegnen uns ja auch im Spiel, die kann man dorthin schicken. Und ja, die sind im Prinzip Sekretäre und machen dort auch ein bisschen die Buchhaltung und äh, Bilanzen und so was alles. Ja, und dieser Robert Clive war nicht nur relativ intelligent, anscheinend, sondern er war auch sprachbegabt. Er ist vorher schon mal neun Monate in Brasilien gewesen und hat dort Portugiesisch gelernt, was ihm natürlich dort in Indien, gerade ja im Verhältnis zu den Portugiesen, die dort auch gehandelt haben, sehr große Vorteile gebracht hat. Nun, so ein intelligenter Bursche, der auch was im Leben dann erreichen möchte, der fühlte sich dann irgendwann doch unterfordert als Sekretär dort als weiter und hat nach höherem gestrebt und ist dann dort im Militär tätig gewesen und war ziemlich erfolgreich als ja, nicht Gouverneur als Kommandant einer örtlichen Truppe. Denn es lief nicht alles nur friedlich für die Kompanie dort ab, sondern man hat hier zum Beispiel auch die Kanata besiegt und das ist eine, ja, ein Volk sozusagen in Indien, im Süden Indiens und da gab es mehrere Kriege. Die Beute hat man sich dann eingesteckt, man hat sie geteilt und damit wurde dieser Robert Clive auch relativ beliebt. Wenn dann die Kaufleute als Gouverneur oder als Kommandant wiederkamen, haben sich die Taschen vollgesteckt gehabt, sind reiche Menschen geworden, sind nach England gekommen und wollten jetzt natürlich, ja was möchte man, wenn man Geld hat, man möchte politische Einflussnahme, man möchte mehr Macht haben. Und somit sind sie auch ins englische Parlament oftmals gegangen und haben dort teilweise Politik gegen die Company gemacht, indem sie sagten, wir wollen mit eigenen Firmen vielleicht auch dort nach Indien. Und die Company, die ist jetzt für uns im Prinzip Geschichte. Ja, wir wollen unseren Teil mit unserer Erfahrung davon abhaben. Und so gab es immer mehr Druck von reichen Parlamentariern, dass ein sogenanntes Deregulierungsgesetz geschaffen werden sollte. Das kam 1694. Und dieses Deregulierungsgesetz besagte also, dass weitere Firmen gegründet werden dürften. Das ist auch am Anfang einigermaßen angelaufen, das Ganze mit den neuen Firmen, aber die Mitglieder der Company, die Anteilseigner hatten so ein hohes Vermögen, dass sie sich relativ schnell eingekauft haben in diese Firmen und diese Firmen teilweise zusammengelegt haben, also gemercht haben und auch übernommen haben und dann auch teilweise wieder dicht gemacht haben. Also das ist, wenn wir im Spiel natürlich auch und das ist tatsächlich auch so gewesen, finde ich super gut im Spiel integriert dieses Deregulierungsgesetz und dass man natürlich mit dem Geld, was man durch die Firma, durch die Company, jetzt die ist India Company erwirtschaftet hat, sich einkauft in fremde Firmen und dort sogar die Macht übernehmen kann, indem man die meisten Anteile hat, um dann diese Firma zu zerstören oder die Firma weiterzuführen und weitere Firmen dann zu gründen und zusammenzulegen und der Company wirklich Stress machen kann. Das finde ich schon total klasse gemacht im Spiel und kommt richtig gut rüber. Es Ist natürlich fraglich, ob jetzt diese Firmen wirklich auch, wie jetzt im Spieler geht man natürlich auf Siegpunkte, ähm, dafür damit auch waren, dann der Company wirklich das Leben schwer zu machen oder ob man nur einfach ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Im Spiel ist es dann ja meistens dann doch sehr offensiv gegen die Company, das Ganze. Einen weiteren Aufschwung gab es dann durch die industrielle Revolution natürlich. Wir erinnern uns alle an die Schule Spinnmaschine Jenny. Die dort aus Baumwolle natürlich Textilien herstellen konnte und zwar deutlich schneller als irgendwelche Weber das überhaupt können, seien sie nun in England, in Schlesien oder in Indien dort aktiv. Und dementsprechend hat das nochmal einen richtigen Auftrieb gegeben und hat ja auch insgesamt volkswirtschaftlich die Briten ganz weit nach vorne gebracht, an die Spitze im Prinzip der industriellen Welt, Anfang 18. Jahrhundert und dann vor allen Dingen im Laufe des 18. Jahrhunderts. Okay, das war also jetzt erstmal die Geschichte der Company, wie sie groß geworden ist. Und ich habe eben ja schon einmal erwähnt, wie ist das eigentlich in das Spiel integriert mit dem Deregulierungsgesetz. Ich finde, viele Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind ganz toll integriert. Zum Beispiel auch diese Writer, die man dorthin schickt und die dort ja im Prinzip partizipieren können am Gewinn die ja vielleicht sonst auch gar nicht so viel zu melden haben in der Kompanie, das merkt man. Ein großer Aufstieg ist für die Weiter im Spiel jetzt nicht möglich, dass man jetzt irgendwie als Weiter dann Kommandant werden kann oder so von irgendeiner Truppe. Aber dennoch finde ich die Idee klasse, dass ich meine Weiter da hinschicken kann. Andererseits, wenn sie jetzt nicht dort tatsächlich in Indien sind, sind sie ja nicht eingesetzt und können dann als ja, Weiter ins B sozusagen dann eine Karriere machen in der Company und ja in andere Posten eingesetzt werden. Allerdings, außer ich habe die Regel jetzt noch nicht gesehen, kann man nicht nach Indien reingesetzt werden, das weiter und dann wird man wieder zurückgenommen. Man, dann ist man halt in Indien und wenn ein Aufstand ist, dann stirbt man irgendwann. Aber ähm, wüsste ich jetzt nicht, dass es diese Regel gibt. Ja, was Cole tatsächlich am Ende des Spiels geschrieben hat, beziehungsweise am Ende der Einleitung, dass er das angepasst hat auf eine Spielbarkeit und dass es jetzt nicht alles historisch vom Ablauf her korrekt ist, finde ich voll in Ordnung tatsächlich. Wenn ihr jetzt gerade ein bisschen auf die Jahreszahlen geachtet habt, dann ist das nicht das, was man dort spielt, sondern im Prinzip sind die Dinge vorhanden, wenn ich anfange zu spielen. Selbst wenn ich in dem großen Szenario anfange und ganz am Ende und dann kommt irgendwann das Deregulierungsgesetz. Dann ist ja auch gar nicht klar, ob das Deregulierungsgesetz überhaupt in Kraft tritt. Das ist natürlich, wenn es jetzt prädestiniert wäre, dass es jetzt in Kraft treten würde, dann wäre es natürlich auch langweilig. Und da muss man sagen, da muss ein Spiel natürlich auch Spiel bleiben. Sonst ist es einfach nur eine historische Simulation und ich habe ja gar keine Entscheidung mehr. Hier kann ich mich ja immer aktiv für die Firma entscheiden. Für eine andere Firma, die da Konkurrenz macht oder für halt irgendwelche Maschinen oder kleine Fabriken, die ich sonst noch bauen kann, um dann irgendwie anders Siegpunkte zu erhalten. Dann sagt Cole Worley in der Anleitung, dass es hier nicht um Geld geht, sondern es geht hier um Reputation. Und Reputation ist ja auch eine Sache von ja, Reputation. Ich habe Prestige, ich bin angesehen. Und da kann ich natürlich in mehrerer Hinsicht gleich eine Frage stellen. Nämlich die erste Frage ist, die ich mir da stelle, wenn ich eine Firma in den Ruin treibe, nämlich die East India Company, dadurch, dass ich andere Firmen gründe oder auch einfach dadurch, dass ich, wenn ich nicht mit Deregulation spiele, die Company in den Ruin treibe, dass ich keine Aktien, also keine Anteile habe, Aktien sind es ja nicht wirklich, oder dass ich dann andere kleine Fabriken habe oder sowas, dann habe ich auch gewonnen und das habe ich bestimmt nicht mit Reputation geschafft, denn ein Ansehen bringt mir das nicht. Heute weiß keiner mehr, wer die Firma wirklich in den Ruin getrieben hat oder wurde ja nicht in den Ruin getrieben tatsächlich, aber wer es versucht hat und das gibt bestimmt keine Reputation. Ich habe einfach gewonnen, ich habe ein großes Herrenhaus vielleicht sogar und dann habe ich auch gewonnen. Und es geht im Prinzip ja auch darum, Geld zu generieren, um diese Herrenhäuser zu kaufen und je mehr Fenster dieses Herrenhaus hat, desto ja, mehr Siegpunkte habe ich, desto teurer ist es auch im Unterhalt und natürlich geht es darum Geld zu verdienen bei dem Spiel. und Mit dem Geld kann ich mir dann Reputation holen. Also von daher finde ich das ein bisschen getrickst mit der Reputation. Und auch wenn ich eine andere Firma gründe und damit die eigene Firma schade, das hat ja auch nichts mehr mit Reputation zu tun. Also vielleicht können dann irgendwelche Leute sagen, ja, das ist aber ein erfolgreicher Geschäftsmann oder so, weil er das auch schafft mit einer anderen Firma. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das ein bisschen schräg mit der Reputation. Ja, dann habe ich eben schon von der Anteile an den anderen Firmen erzählt. Das finde ich halt richtig gut gemacht. Die Deregulierung anderer Firmen ist zwar jetzt nicht zeitlich im richtigen Kontext gesetzt, nicht richtig eingeordnet, aber ich finde es völlig okay. Und das gibt einem auch wirklich nochmal das Gefühl, dass man. Ähm, ja, es zieht einem mehr in das Spiel rein. Es ist immersiver, wenn ich sowas machen kann weil ich freier bin. Und je freier ich bin, je mehr Handlungsmöglichkeiten in einem Spiel ich habe, desto weiter ist es ja einerseits natürlich von der tatsächlichen Historie weg, weil ich habe halt viele Handlungsmöglichkeiten, wie ich gerade gesagt habe. Aber andererseits ist es, zieht es einen auch mehr rein da in das ganze Thema. Denn damals hatten die Leute, wenn sie die Möglichkeit hatten, ja auch diese Möglichkeit, das zu tun. Sie haben sich vielleicht tatsächlich anders entschieden. Aber ich glaube, darum geht es bei diesem Spiel auch gar nicht. Es geht darum, so ein bisschen ja, dieses Feeling für diese Company zu bekommen und was Cole Worley ähm, auch selber geschrieben hat und was ich auch schon öfter gehört habe von anderen Leuten. Das trifft bei mir auch hundertprozentig zu. Man spielt ein Spiel und man interessiert sich dann für das Thema des Spiels. Ich hatte das neulich schon bei Pax Profiana erzählt. Da waren die Karten, die waren so toll, die waren toll ausformuliert, ähm, tolle Bilder und ich habe gedacht, wer ist das auf dieser Karte? Was ist das auf dieser Karte? Ja, und das, so habe ich mich ja auch angefangen, für die Company hier zu interessieren und angefangen zu lesen. Und das ist ja auch eine wirklich spannende Geschichte. Was ich hier ein bisschen schade finde, aber das ließ sich vermutlich auch erstens mal gar nicht anders machen. Hier gibt es keine Karten, hier ist auch kein Kartenspiel. Ich bin dann noch freier, ich bin weiter weg von historischen Persönlichkeiten als zum Beispiel bei Pax Pamir, bei Pax Porfiriana oder so. Und bin Da halt in dem Sinne jetzt nicht so involviert, was die Leute angeht. So ein Robert Clive, da steht da nicht auf einem kleinen Marker, das könnte jetzt Robert Clive sein oder so. Ähm, dann würde ich mich zum Beispiel auch dann fragen, während des Spiels, wer war denn dieser Robert Clive? Da forsche ich mal nach. Oder dieses Schiff, ich weiß gar nicht, ob es eine Red Dragon gibt im Spiel. Also, ich habe das Spiel auch nicht hier bisher. Ich bekomme die deutsche Version irgendwann mal von Spielworks. Aber. Ähm ein bisschen mal schauen. Vielleicht habt ihr es gerade vor euch aufgebaut. Gibt es die Red Dragon als Schiff? Wäre ja voll spannend, dass sie das da wenigstens eingebaut haben. So, ich hoffe, euch hat das ein bisschen geholfen, euch ein bisschen mehr in das Spiel hineinzufühlen, hineinzuleben und das Ganze noch ein bisschen thematischer zu spielen. Oder vielleicht auch nur als eher ersten Anreiz, euch weiter selber mit dieser ganzen Geschichte zu beschäftigen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn dem so ist. Und euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weitere Ko äh, Kommentare habt zu Dingen, die ich hätte unbedingt erzählen müssen, die dann noch mit rein müssen, ins Video gerne unter das Video posten. Ja, und ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal.